Ihr guckt euch nicht. Ich bin immer noch hier. Weil der Horst hat ja gestern einen Überraschungsgast angekündigt. Ja, Überraschung. Und ich bin heute hier, ja, habe den Arthur Wozniak mitgebracht von Vago und hier diesen Huber, der hier immer rumspringt. Ja. Obacht, wenn er massiert, verteilt er Spezialaufgaben. Ja. Lasst euch von ihm keinen Kaffee bringen. Nano, wir wollen heute wieder darüber reden, ne? Print, digital denken. Und das hat man ja gerade schon gemerkt, auch in den verschiedenen anderen Vorträgen, die wir ja heute hier gesehen haben. Man kann ja leider immer nur einen Ausschnitt sehen. Aber die, die ich gesehen habe, haben sich wirklich in vielen Bereichen... Ulrich, dich hätte ich hier eben gebrauchen können. Ich habe viel über deine Themen gesprochen. Ja? Also wir haben über viele verschiedene Dinge gesprochen. Aber was die gemeinsam hatten, war, dass dieses Digitaldenken unheimlich viele Facetten hat. Oh. Ja, der war gut. Ja, dass damit verschiedene Dinge gemeint sind. Ja? Und das heißt, wir werden heute hier sprechen, ja, über die Facettenkataloge. Ja? Und dann fangen wir einfach mal ganz kurz damit an. Also den Horst und mich kennt jeder, aber Arthur, sag doch mal ganz kurz, wer du bist und warum du hier stehen musst. Ja, gerne. Ja, mein Name ist Arthur Wozniak-Feldmeier. Ich komme von der Firma Vago. Bin dort für alle Themen rund um Produktinformationen zuständig, von Datenmodellierung, Datenpflegeprozesse, Übersetzungsprozesse und die Ausleitung in die Kanäle, wobei wir von den Kanälen eigentlich nicht sprechen, sondern denken tun wir in digital. Aber auch das ganze Thema Katalogautomatisierung, wobei wir da auch nicht unbedingt von Papier sprechen. Da habe ich mal so eine knallharte Frage, weil das ja im Titel so drin steht. Was ist in einem Facettenkatalog? Bin ich ja nicht anders gewohnt von dir. mit meinen Worten persönlich gesagt, ein wahr gewordener Traum eines ITlers und Ingenieurs. Der ITler, der nur in Regeln denkt und der Ingenieur, der hundsfaul ist und manuelle Arbeiten scheut und immer alles prozessorientiert wiederholend sieht. Im Endeffekt ist es einfach absolut konsequent regelbasierter Katalogaufbau. Das heißt, das fand ich heute Morgen hatte ich so eine Inspiration, wo ich gehört habe, wir haben einfach die Inhaltsverzeichnisse weggelassen. Das, was wir machen, ist im Endeffekt, wir definieren etwas komplexere Inhaltsverzeichnisse mit Regeln und den Rest macht sozusagen die Maschine. Das heißt, diese Facetten kann man sich vielleicht so grob vorstellen wie ein Inhaltsbaum, der einfach die Regeln definiert, wie soll der Katalog aufgebaut werden und wie die Produkte dort reinpurzeln, in welcher Reihenfolge, ergibt sich halt daraus. Anhand der Eigenschaften dann. Genau. So. Horst, wie ist denn deine Sicht auf Facettenkatalog? Wie würdest du denn sagen, Vertrieb? Ich meine, das ist die Ingenieurssicht. Ja? Eigentlich hatte ich gedacht, dass Arthur etwas über den Business Value und ich die Ingenieursdefinition bringe. Jetzt muss ich improvisieren, aber in einem Satz ist ein Facettenkatalog ein manifestierter Klickpfad einer Website. Also im Grunde genommen wie in einem Online-Shop, wo ich sage, jetzt suche ich für Herren Hosen halblang. Das. Etwas volumiger. Ja, aber das ist natürlich, also das ist ja was, was man ja schon ganz länger kennt aus dem E-Commerce. Mal ganz platt gefragt, worin besteht denn da die Innovation? Nun, die Innovation ist, also das mit dem Pfad ist goldrichtig. Unsere Überschriften auf den Seiten sind tatsächlich nichts anderes wie eine Breadcrumb-Navigation, die sich auch voll automatisiert aus dieser Facettierung ergibt. Ja, die Innovation ist im Endeffekt, das Ganze ähnlich wie eine Facettensuche einfach bedienbar zu machen, die Pflegearbeit auf das Minimalste zu reduzieren und mich dann quasi nur noch strategisch mit dem Themen zu beschäftigen, wie ordne ich Produkte an? Was sind ihre Eigenschaften? Was sind ihre Facetten? Deswegen, ich glaube, der Name war unser beider kreativer Einfall. Zum einen ist es halt diese Assoziation mit dem Einfachen der Suchmaschine, also mit der Facettensuche. Zum anderen ist es aber auch die
diese Unterschiede der ganzen Produkte. Ich hatte ja heute Morgen auch die Fragestellung, wie fängt man da an, wie geht man da vor? Im Endeffekt muss ich mich erstmal mit meinen Produkten beschäftigen. Ich baue ja erstmal manuell früher so einen Katalog auf und den baue ich in irgendeiner Reihenfolge, in welchen Gruppierungen. Eigentlich weiß ich teilweise gar nicht, warum. Das Wissen ist irgendwo da zwischen den Ohren, aber nirgends in der Datenbank. Und beim Facettenansatz ist es so, ich will ja genau mit diesem Wissen diese Regeln definieren. Und dazu brauche ich genau diese Eigenschaften. Das ist, ich beschäftige mich in erster Linie mit dem Produkt. Was sind die Unterscheidungsmerkmale? Was sind die Gemeinsamkeiten? Und welche Reihenfolge, welche Kombination ist für den Kunden relevant? Und das Schöne dabei ist, dadurch, dass der Aufwand so minimal ist, habe ich auch die Möglichkeit zu sagen, okay, ich probiere mal die Variante aus, ich probiere die und die aus. Wir hatten auch, ich glaube, Andreas da hinten, wir hatten auch den Auftrag, jetzt einen Katalog einzudampfen. Wir hatten unterschiedliche Ideen. Da habe ich ihm gesagt, ja, facettiere das doch mal 1, 2, 3, druck es aus, also in PDF-Form, und dann gucken wir uns die Ergebnisse an. Und das ist halt mit dem Facettenansatz relativ einfach möglich. Ne? Das klingt natürlich jetzt relativ abstrakt. Ja. Ihr benutzt ja dafür, also ich bin in dem Projekt auch mit drin gewesen, am Anfang beraten und habe es hinterher an den Horst übergeben, weil das Facettengedöne ja noch nicht da war. Und wir gesagt haben, okay, und bevor jetzt Laudert und Horst sich jetzt ständig austauschen müssen, damit die Implementierungsdauer ins Unendliche steigt, haben wir es dem Horst gegeben. Aber deswegen kenne ich das Projekt. Und das klingt ja sehr abstrakt, dann facettiere ich das mal. Ihr arbeitet ja trotzdem mit den Online-Print-Suite-Komponenten, mit genau denen, mit denen ja jeder andere auch arbeitet. Natürlich erweitert um Facetten. Aber jetzt mal so ganz praktisch, was ist anders im Gegensatz zu so einer klassischen Katalogproduktion mit dem facettierten Ansatz? Mhm. Also wie kann man sich das vorstellen tatsächlich? Ja, vielleicht ein kleines Gedankenexperiment. Angenommen, wir haben Produkte, das sind einfach geometrische Figuren, Dreiecke, Kreise, Rechtecke. Und jetzt möchten wir für einen bestimmten Kunden die Dreiecke und Kreise in einen Katalog bringen. Diese Figuren haben neben der Kontur noch eine Farbe und sind entweder vollflächig mit Farbe gefüllt oder haben nur eine Kontur. Dann kann man jetzt einfach definieren, ich möchte jetzt erstmal Dreiecke und Kreise haben, also definiere ich einen Filter, ich möchte nur Kreise und Dreiecke. Also du baust eine Produktliste im Endeffekt. Ein Sortiment. Im Endeffekt ist es, genau, über ein Feld, im Endeffekt wie auf der Suchseite, über die Facetten definiere ich, was ist mein Sortiment. Jetzt habe ich aber so einen Haufen voller Dreiecke und Kreise in alle denklichen Farben. Und jetzt muss ich da Ordnung reinbringen, damit mein Katalog hier einen vernünftigen Ablauf hat. Und dann definiere ich als nächstes, welche Eigenschaft möchte ich als nächstes gruppieren. Da sage ich, ich nehme dann halt die Figur und dann sage ich, eine Gruppierung muss natürlich eine Reihenfolge haben. Also kommen erst alle Kreise zusammen in allen Farben und dann kommen die Dreiecke in allen Farben. Jetzt bin ich aber innerhalb der Gruppen wieder total unsortiert, weil unterschiedliche Farben und unterschiedliche Konturen. Jetzt schon? Ganz kurz nur als Ergänzung. Während des Prozesses seht ihr aber immer nur noch die Merkmale zur Facettierung, die auch diese Gruppe repräsentiert. Also wir haben ein Set von, im Endeffekt können wir alle technischen Daten, die am Artikel hängen, facettieren. Aber ihr seht ja nur noch die zu dieser Gruppe, die ihr bereits gebildet habt. Die übrig bleiben. Ach so, es wird die eingeengt. Ja, ja. Die Attribute, ja. Die Artikel sieht man. Die Artikel, ja, ja. Genau. Es kommen erst die Klemmen, und zwar die für den Hausgebrauch, und zwar mit einer Schiene, und zwar mit... Nur genau. Noch die Merkmale der Klemmen. Genau. Genau. Also in den Dreiecken, Kreisen, würde man jetzt innerhalb der Dreiecke jetzt sagen, ich gruppiere das jetzt mal nach Farben. Das heißt, alle Blauen kommen zusammen, alle Grünen, alle Roten und so weiter. Und dann brauche ich nur noch innerhalb der Farbe, dann habe ich immer noch diese Eigenschaft mit vollflächig oder nur Kontur, einfach nur eine Reihenfolge mitgeben und sagen, die vollflächigen kommen zuerst und die mit Kontur kommen als nächstes. Und schon habe ich eine Ordnung gebracht in ein loses Sortiment. Jetzt kann ich an diese Eigenschaften Steuerungsinformationen mitgeben, wie soll jetzt mein Katalog reagieren. Also wenn sich zum Beispiel eine Farbe ändert, soll eine neue Seite generiert werden oder auf der Seite eine neue Spalte oder in der Spalte Gruppen und Untergruppen. Und im Endeffekt mit dieser simplen Methodik ist es einfach möglich, mit wenigen Definitionen, also bei unserem ersten Katalog waren das tatsächlich
20 von diesen Gruppierungsdefinitionen und damit haben wir vom Scratch 500 Seiten generieren können. Was vielleicht, wenn ich das noch ergänzen darf, der klassische Weg mit einem PIM und einer Database Publishing Lösung, baut man eine, der Name ist in jedem PIM-System anders, das ist eine Ausgabestruktur, das ist ein Katalog, ein Channel, wie auch immer. Also man definiert, welche Daten man jetzt für einen Printkatalog haben will und man strukturiert das, man bringt das in eine Hierarchie. Also vielleicht mal von weg vom technischen Beispiel, also man sagt, naja, wir verkaufen Mode, also sagen wir mal, wir unterscheiden mal erstmal zwischen Herren, Damen und Kindermode. Relativ offensichtlich. Und dann sagen wir, dann unterscheiden wir mal bei der Damenmode Kleider, Schuhe und so weiter. Und unter Schuhe gibt es vielleicht die High Heels und die bequemen, wie auch immer. Das wäre so eine relativ natürliche Warengruppenorientierten Aufbau und das macht man normalerweise im PIM in so einer Ausgabestruktur. Und dann schiebt man da seine Produkte rein und unter den Produkten sind die Artikel. So, und das sagt man, das ist die und das verwendet man in der Print Suite und dann werden die Seiten halt je nachdem ausgegeben. Alle bei mir? Ja. So, jetzt ist der Facettenansatz. Und das ist eigentlich die Innovation. Es gibt radikale Innovationen wie ein Flugzeug, das alles ändert. Das ist keine radikale Innovation, das ist sondern es gibt auch Innovationen, wo man ein Gedankengut einfach auf einen anderen Kontext überträgt. Das nur ist in Anführungszeichen zu verstehen. Und jetzt sagen wir, wie macht das eigentlich der Kunde im digitalen Kanal? Und ihr könnt euch einen Vago-Webshop anschauen und einen Zalando-Webshop, den ich gerade eben beschrieben habe, der funktioniert gleich. Da wählt man einen Bereich aus, da so erstmal bei euch, glaube ich... Kategorien? Ja, so Kategorien, so, naja, worum es eigentlich mal geht. Und dann habe ich eine Filterliste, meistens links, seltener oben. Und dann filtere ich, dann sage ich, ja, ich suche nach Schuhen, vielleicht dann nach der Größe und dann vielleicht nach der Absatzhöhe. Und jetzt ist genau diese Idee, dass praktisch wie ein User auf der Webseite sucht, auf den Printkatalog zu übertragen. Und da kommen wir jetzt genau, und digital ist ja zielgruppenorientiert. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Naja, wenn ich jetzt weiß, eine Zielgruppe oder personalisiert, die kauft eher farbenorientiert ein. Also dann sage ich mal, Abendveranstaltung, festliche Veranstaltung in Rot. Dann sage ich, ja, da brauche ich rote Kleider, ich brauche rote Schuhe und vielleicht farblich passendes Accessoire. Eine völlig andere Hierarchie. Handtasche. Habe ich vergessen. Ne? Danke. Du bist doch auch verheiratet. Glücklich. Ich auch. Ich bete nur, dass meine Frau gerade nicht um die Tolle macht. Und normalerweise würde man dann in dem klassischen Ansatz in das PIM-System gehen, einen neuen Channel, eine neue Ausgabestruktur und das wieder sortieren. Hört sich nach viel Arbeit an. Ist es? Und dann kommt ja das dazu, dass neue Artikel dazukommen. Und dann müsste man ja all diese Struktur also wieder entscheiden, der Artikel, der ist rum. Und das ist eigentlich der Unterschied. Man definiert einmal die Regeln. Und der Unterschied in der Print Suite ist, dass man nicht die konkreten Produkte verplant. Also das sage ich, ich will jetzt praktisch die Struktur mit Abendkleider haben, sondern ich verplane die Regeln. Und daraus entsteht die Struktur und dann ist wieder alles gleich. Also der einzige, so gesehen, technische Unterschied ist, dass ich nicht das konkrete Produkt verplane, sondern die Regeln, die dann zur Laufzeit die Produkte entstehen lassen. Das ist der große Unterschied. Und obendrauf, dass man eben all das tut mit dem, was man an Informationen über die Produkte hat. Was Datenmodelle angeht, ist ja jeder, ich gucke Michael Giesen auch an, also jeder, der PIM-Projekte umsetzt,
ist ja gerade auch im Industriebereich oder auch im technischen Produktbereich Kummer gewohnt. Da reden wir über Produkte, die teilweise mehrere tausend Eigenschaften haben. Also da ist Mode ist komplex, aber wenn ich mir die reine Datenkomplexität angucke, dann ist Industrie und technische Produkte. Also da brauche ich schon einen Ingenieur, um zu verstehen, was drei Viertel der Attribute bedeuten. Ja, und das Schöne ist, dass man das, was erst einmal auf den ersten Blick für eine Bürde daherkommt, nutzen kann als Werkzeug, um zu sagen, jetzt nehme ich die Eigenschaften und anhand derer klicke ich mir das zusammen, weil ich hätte gerne erst die Sachen für den Heimwerkerbereich und zwar erst die Klemmen, weil die verkaufe ich am besten und dann dies und dann jenes und es kommt nicht dazu. Ja, was mich interessiert, weil das habe ich ja nicht mitbekommen, weil ich es ja dann nicht gemacht habe. Also wenn man jetzt nach Facetten verplant und eben den Vorteil hat, dass neue Produkte automatisch drin landen, was sind denn dann die Unterschiede hinterher in der Implementierung eigentlich, also wenn man das dann umsetzt? Die Implementierung der Templates, die du ansprichst, ist letztendlich genauso wie wenn man die Templates auf den realen PIM-Strukturen bildet. Man muss ein paar Dinge abdecken, aber die Templates funktionieren anders, aber sind in der Komplexität nicht höher, sind eher flexibler, einsetzbarer. Und natürlich, es hat noch eine andere Auswirkung. Das kannst du gerne ergänzen oder korrigieren. Ja. Häufig ist eine Katalogseite ja manchmal mit redundanter Information versehen. Also es steht was in oben, dann steht was im Beschreibungstext und dann besteht nochmal was in der Tabelle. War ja so bei einem handgesetzten Katalog, wo man sagt, eigentlich steht das Attribut oben, dann nochmal irgendwie in einer Variation in der Mitte und ups, wir haben es auch nochmal in irgendeiner Tabelle. Und manchmal ist es auch nur im Text beschrieben gewesen, erinnere ich mich. Genau. So. Das gibt es ja so gesehen eigentlicherweise dann nicht mehr. Dann sagt man, wir haben unsere Hierarchie. Also werden die, Arthur hat es ja schon erwähnt, oben haben wir den Brettkram, praktisch den Klickpfad. Da sind natürlich schon Attribute dahinter. Also möglicherweise, weil wir nach Farbe rot gefiltert haben, steht da schon oben, sagen wir rot. Das müssen wir unten dann nicht mehr darstellen, weil ist ja klar, wir reden über rot. Und das ist so ein bisschen der Unterschied, auch wenn man dann die Layouts betrachtet, dass die Fragestellung in der Template-Definition natürlich ein anderes ist. Ob das Attribut rot oben, vielleicht überhalb der Tabelle, weil alle Artikel, die facettiert worden sind, sind rot, dann brauche ich das nicht als Spalte zu machen, ziehe ich das hoch und diese Information und diese Logik, wo jetzt das Attribut dargestellt wird, entscheidet das Template völlig autonom. Und das ist schon auch nochmal ein großer Unterschied, wenn man jetzt zum Beispiel anguckt, nehmen wir mal Content Surfer, das ist mal ein Beispiel, arbeitet irgendjemand mit Content Surfer Flex Tables? Nur eine Person? Glücklich müssen Sie schauen. Das ist ein Tabellenkonfigurator. Und da wählt man aus, welche Attribute in dieser Tabelle darstellt. Sowas geht nicht mehr und sowas braucht man nicht mehr im Facettenansatz, weil das Template entscheidet, weil wenn Sie jetzt eine Tabelle konfigurieren und sagen, ah, da will ich das Attribut rot haben, aber wenn ich mit einer anderen Hierarchie arbeite, macht es da keinen Sinn mehr. Und das ist natürlich eine andere Denke in den Templates und nochmal, die sind so gesehen nochmal dynamischer. Das heißt aber andersrum auch, dass diese Frage, also ich weiß, dass darüber haben wir am Anfang Workshops gemacht, um mal zu schauen, welche Arten von Attributen sollen denn eigentlich wie horizontal, vertikal gekreuzt. Das heißt also die Frage, die überall aufkommt, wo es darum geht, aus was baue ich denn jetzt überhaupt meine Tabellen zusammen? Was bei einer Mode oder so erheblich einfacher ist, weil da relativ klar ist, was den Kunden interessiert. Die wird im Grunde genommen damit schon vorgefüllt, weil ich weiß, okay, ich habe Prioritäten auf den einzelnen Attributen. Ja, ich nehme mir einfach die in der Reihenfolge. Ich weiß schon, welche oben in meinen Kategorien und so weiter stehen. Und im Grunde genommen habe ich dann weniger Aufwand, die Tabellen zusammenzustecken. Das heißt, habe ich das richtig im Kopf, dass ihr dann im Grunde genommen für die verbleibenden Attribute eine Rangfolge festgelegt habt und dann werden die Tabellen ausgebaut aus so vielen Attributen, wie halt dann reinpassen oder es ist festgelegt? Ja, genau. Das ist einmal zentral festgelegt.
wird auch so relativ simpel zu pflegen und wird dann redundant überall dort verwendet, wo es benötigt wird. Zu den Templates würde ich eine Sache vielleicht noch ergänzen, was man hier jetzt vielleicht noch berücksichtigen muss, sowas wie Überlaufregeln und so weiter. Hier muss man vielleicht ein bisschen mehr Augenmerk, also ein bisschen Logik mit reinbringen, weil sehr oft, wenn man jetzt so einen Standardaufbau eines Katalogs erstmal als Entwurf anfängt, dann hat man ja bestimmte Konstellationen, wo man sagt, ja, passt schon. Aber ich muss bedenken, es kann ganz schnell ganz andere Kombinationen geben. Da muss ich saubere Überlaufregeln haben, damit es auch immer sauber funktioniert. Das ist jetzt vielleicht noch der kleine Unterschied zu den anderen. Ja. Vor allem dann, wenn man aus einer, ich sag mal, Katalogsystemdenke kommt, wo man praktisch diese Hierarchien eher seiten- oder doppelseitenorientiert aufgebaut hat. Also dass man gesagt hat, naja, hier bekommen wir jetzt fünf Rollcontainer rein und dann passt das. Das ist natürlich dann ein völliger Kulturwandel. Wenn man also das hast du sehr auf den freundlich. Level kommt. Das war tatsächlich auch einer der Widerstände. Also ich weiß, dass einige der Hauptsorgen waren. Bei Vago ist es so gewesen, dass der Vertrieb zum Beispiel den Katalog, der war von der Strukturierung her, das haben wir heute ja auch schon mal gehört, der war durchstrukturiert mit dem Know-how aus mehreren Jahrzehnten. Und die Vertriebskollegen haben den ja genommen, wenn ich es richtig erinnere, du springst rein, wenn ich es falsch erinnere, haben den als Bibel verwendet, zum einen selber, um Verkaufsaktivitäten zu planen, aber auch, wenn neue Kollegen reinkamen oder wenn die anderen was erklärt haben, haben die das immer anhand des Katalogs erklärt. Und also ich erinnere mich, dass jemand in einem Polunder mit so einem Rautenmuster mir an der Reihenfolge von Kapiteln erklärt hat, wie ein bestimmtes Klemmensystem funktioniert, weil das hat ja einen Grund, dass erst die da steht und dann die und dann die. Und das ist genau das Denken, was man braucht. Das Denken, also wenn man Leute da sitzen hat, die sagen, aber ich möchte jetzt präzise 4 Seiten klemmen, dann möchte ich präzise 2 Seiten Industriebus und danach hätte ich gerne präzise 3 Seiten das und das. Das ist natürlich viel schwieriger. Aber wenn man sich das anguckt, wir haben ja gerade, mir kommt gerade noch ein Gedanke, da geht die Planung schon wieder dahin. Alles gut. Wir haben ja gesagt, einer der Vorteile und stark komplexer Datenbestand, Innovationsunternehmen, ständig neue Produkte, in manchen Produkten mehr als in manchen Bereichen mehr als in anderen. Mal ketzerisch gefragt, dadurch, dass die Produkte ständig reinkommen, neu, machst du ja in dem Moment auch, ich habe gerade eben von strukturellen Änderungen gesprochen im Katalog, dass sich also Reihenfolgen und so ändern. Hat euch das nicht auf der anderen Seite auch mehr Aufwand gemacht, dadurch, dass ihr mehr Dynamik im Katalog drin habt? Oder würdest du sagen, insgesamt habt ihr mehr eingespart? Also auf jeden Fall haben wir mehr eingespart. Also oder meinst du jetzt vom Seitenumfang oder jetzt von der Arbeit? Nee, ich meine von der Arbeit her. Also von der Arbeit ist von der Arbeit her. Ich sehe da jemanden. Nennen Sie leuchtende, grinsende Redakteure. Peter, um wie viel glücklicher ist dein Leben geworden? Also ne, Peter Artig hat damals mit dabei gesessen als einer derjenigen, die unter dem manuellen Satz gelitten haben. Ja. Wie alle anderen. Weil man eben diese Diskussion nicht mehr hat, was in welcher Reihenfolge dargestellt wird. Weil es gibt ganz klare Regeln, die werden von Anfang an vereinbart und dann gibt es dieses Wünsch dir was nicht mehr. Ja, aber auf der Seite ist doch noch Platz, da kann doch noch. Und kannst du rechts nicht noch ein Bild von? Das siehst du gerade nicht, es wird hier genickt. Also ich wiederhole das mal ganz kurz bis hierhin für den Mitschnitt. Also der Peter sagt, nee, das hat eine große Erleichterung gebracht, weil damit klar definiert war, was kommt denn da rein und in welcher Reihenfolge. Es konnten nicht ständig die Produktmanager oder Einkäufer kommen und sagen, aber guck mal, da hast du doch noch Platz und hier machst du doch mal andersrum, und, weil das von vornherein definiert war. Aber du warst noch nicht fertig. Nee, das war okay. Also da würde ich vielleicht noch zu ergänzen, weil es soll jetzt auch nicht der Eindruck entstehen, man muss sich jetzt in so ein enges Korsett zwängen. Da gibt es jetzt diese 3 Regeln und damit ist das Ganze total starr und ich kann da im Endeffekt das nur so machen. Ich kann grundsätzlich, weil dieser Ansatz so konsequent umgesetzt ist, jede Ausnahme zu einer Regel definieren. Dann habe ich aber etwas mehr Aufwand. Das heißt, ich muss eine zusätzliche Regel definieren, die bestimmte Ausnahmefälle oder ich würde mal sagen, nicht Ausnahmefälle, sondern Spezialregeln, auf die reagieren. Dann habe ich natürlich sehr viel von meiner Flexibilität. Nein, nicht von der Flexibilität. Ich habe dann auf jeden Fall mehr Aufwand. Das heißt, die Hürde, sowas zu machen, ist deutlich höher,
als früher jetzt einfach mal auf der Seite irgendwas hin und her zu schieben, um irgendwo mal ein bisschen was Weißes, ein bisschen bunter zu machen. Und jetzt ist es einfach auch schon allein für den Redakteur ein deutlicher Mehraufwand, irgendwelche Sonderlocken zu implementieren, anstatt jetzt einfach möglichst generisch eine Regel zu definieren, die komplett funktioniert. Und ein zusätzlicher Vorteil ist, wenn man das so macht, dann laufen im Endeffekt alle neuen Artikel automatisch anhand der Regel genau dahin, wo man sie braucht. Man muss bei neuen Artikeln da gar nichts mehr manuell großartig machen. Mir ist ein Begriff dazu gerade so in den Sinn gekommen. Das ist also im Grunde genommen pädagogische Technologie. Also desinzentiviert das Anlegen von Sonderfällen. Ja. Boss, das ist genial. Ein soziales Problem durch Technik gelöst. Das funktioniert nämlich meistens nicht. Genau. Also wenn der Mehraufwand generiert, dann sehr schön. Genau. Ihr habt jetzt ja sehr viele Produkte also ihr habt schon mit einer geilen Datenqualität gestartet und habt die im Zuge des... Hab ich gedacht, ja. Ich habe ja Vergleiche. Ihr habt schon recht geil gestartet. Okay. Ja. Ehre wieder hergestellt. Es gibt Unternehmen, von denen ich weiß, dass sie in 1000 Jahren nicht die Hälfte der Qualität machen. Aber ihr habt halt viele Attribute und habt die auch so hierarchisch aufgebaut, dass man das verwenden kann, Horst. Aber wenn man jetzt sich anschaut, okay, also für Industrie ist es völlig klar, viele Attribute. Was sind denn aus deiner Sicht so andere Segmente oder andere Märkte, wo man Facettenkataloge auch... Also was ist denn aus deiner Sicht die Zielgruppe für Facettentechnologie in der Printsuite? Beantworte ich gleich. Könntest du mir eine andere... Ich will noch eine Ergänzung machen. Da müsstest du die Eingangsfrage, was ein Facettenkatalog ist, mir nochmal stellen. Horst, was ist denn ein Facettenkatalog? Gut, dass du mich fragst. Der Facettenkatalog ist das beste Tool zur Datenqualitätsprüfung. Ja. Mit, ja. Ja. Sie werden jedes Staubkörnchen, das sich unter Ihren Teppich bewegt, werden Sie alles rauskehren und es ist zuerst mal ein Haufen. Und der Haufen ist nicht mit Freude verbunden. Aber wenn Sie den Haufen durch Datenpflege gelöst haben, haben Sie den perfekten Datensatz. Und der perfekte Datensatz ist kein Selbstzweck für einen Katalog, sondern verbessert jede User Experience in allen digitalen Kanälen. Deswegen Print digital denken. Das wollte ich noch mal sagen. Jetzt ergänze ich, bevor du weitermachst, da kommt mir nämlich gerade der Gedanke, ich habe jahrelang hier gestanden und den Menschen erzählt, wenn ihr erst anfangt, die ganzen Sachen zu beurteilen, wenn die auf der Seite sind, dann macht ihr was falsch. In dem Fall ist es aber genau die Ausnahme von der Regel, dass man sagt, dadurch, dass das so einfach ist, auch so ein Aufbauskript besteht ja nur noch, ich will eine Produktliste für mein Dokument haben, also auch ein Aufbauskript heißt ja nur, hol dir bitte mal eben die Facettierung raus, führ einmal die Suchaufträge aus und das ist die Produktliste. Dadurch, dass das so einfach ist, ist es eben auch viel schneller möglich, eben diese Dokumente zu machen. Ja? Und dann, also beim Schweinebauch ist es immer noch falsch, ja. Aber wenn es um Katalog geht, dann ist genau das der Fall. Da ist dann die gedruckte Seite und das Schauen. Und wie sieht es denn, ja, wie Trapattoni gesagt hat, was passiert da auf Platz? Ja, also wenn man da dann auf der Seite, da kann man das wirklich nutzen. Also das ist die Ausnahme von der Regel. Also zurück zu deiner Frage. Ich glaube, ich habe heute ein neues Wort gelernt. Ich fand das super. WKZ, bestimmtes Sortiment. Das heißt also, wir haben einen Flyer, wir sind beim Schweinebauch und eigentlich weiß man, dass der Kunde einen Salat haben will. Weiß man. Aber man hat natürlich mit einem großen Lebensmittelkonzern einen Rahmenvertrag. Der WKZ steht für Werbemittelkostenzuschuss. Also die sagen, wenn du unsere Produkte jetzt mal, egal welche, auf 1000 Seiten im Jahr hast, bekommst du nochmal einen Marketing-Benefit von 1 Million. Dann tun die natürlich wieder besseren Wissen, sagen, nee, Salat finden wir doof, wir tun mal hier nochmal ein bisschen Schokolade drauf platzieren.
wieder besseren Wissens, dass das eigentlich nicht richtig ist, weil sie natürlich den WKZ einstreichen wollen. Deswegen, ich würde mal sagen, in WKZ bestimmten Werbemitteln, glaube ich, wird dieser Facettenansatz nicht funktionieren, weil der ja datengetrieben ist. Also, oder das ist eine der Priorisierungen dann in der Generierung. Ja, aber das ist natürlich nicht der Stammdatenansatz von den Attributen. Also das würde ich sagen, also die Arten von Werbemitteln definitiv nicht. Schweine brauchen immer andere Regeln. Ja, genau. Ja. Also ich würde mal sagen, sicherlich würde ich sagen, eher im erklärungsbedürftigen Produkten würde ich mal als ein Kriterium nennen. Und von dem Aspekt, wir haben sowohl Industriekunden als auch Zwischenhändler, die facettieren. Da würde ich sagen, also jeder, der technisch erklärt, komplexere Produkte darstellt, vor allem in einem Zielgruppenkontext. Das ist ganz wesentlich, weil die WAGO-Produkte würde für eine Werft, weil es da um Wasser geht und da hat es andere Sicherheitsnormen, also die WAGO-Komponenten, würde ich mal sagen, müssen noch ein paar Stunden funktionieren, auch wenn da Salzwasser ist. In der Automobilindustrie, wenn da die WAGO-Komponenten mit Wasser in Verbindung kommen, da müssen die nicht mehr funktionieren. Das ist das Auto im Fluss. Von da gesehen, also wenn man zielgruppenorientierte Produktdarstellungen haben, ist das sicherlich der richtige Ansatz. Ich würde sogar sagen, ich würde sogar eher ausschließen, wo ich es nicht sehen würde. Und zwar, wenn einer behaupten kann, alle Produkte sind so einzigartig, dass ich weder irgendein Attribut wiederverwende, noch irgendeine gleiche Eigenschaft habe. Also Manufakturgedanke. In dem Moment, wo ein Manufakturgedanke oder so da ist. Ja, gar nicht Manufaktur. Ja, also ich habe Produkte, die haben einfach überhaupt gar keine Gemeinsamkeiten. Ich weiß nicht, ob es sowas überhaupt gibt. Schmuckbereich und so, wenn es ins Höherwertige geht. Ja, aber auch, die Design haben auch Materialeigenschaften und so weiter. Da habe ich ja auch wieder gemeinsam. Ja, aber die würdest du nicht facettieren, weil die würdest du ja sowieso kampagnenmäßig zusammentragen. Nö, nee, würde ich, da würde ich auch schon wieder völlig widersprechen, wenn das nicht. Naja, weil wenn wir jetzt wenn man zielgruppenorientiert, kontextabhängig, relevant kommunizieren und da ist ein hoher Nickelanteil und ich weiß von der Person, dass die gegen Nickel allergisch ist, dann, also das könnte so natürlich gesehen, schon wiederum ein Kriterium sein. Also ist vielleicht jetzt weit hergeholt, aber da würde ich, man verkauft Schmuck natürlich nicht über Hierarchien, sondern man verkauft Schmuck typischerweise über Emotionen etc. Aber vielleicht ist das ja ein Stück weit. Ja. Deswegen, also ich bin 100% bei Arthur. Also wenn ich nicht 10.000 exakt verschiedene Artikel habe, dass wirklich keiner wie der andere ist. Exakt verschieden heißt, ich habe Schraube, Banane, Baum, ich habe also Sachen, die überhaupt nichts miteinander zu tun haben. Habt ihr das Sortiment verändert? Nein. Ja, ich verstehe. Wenn ich irgendwas habe, was identisch ist, oder beste Beispiel. Ich wiederhole Peter kurz, also wenn man völlig unterschiedliche Produkte hat. Schraube, Banane, Baum. Ja, in dem Moment macht natürlich wobei, eine Facettierung keinen Banane Sinn. Und Baum sind ja durchaus pflanzlich, also haben so durchaus eine Eigenschaft. Moment, ist nur eins. Ich glaube, Banane ist eine Staude und ist, glaube ich, vom ja, von der kein Baum. Ich bin also, ich habe das, oder wir haben es ausprobiert bei den Produkten, die tatsächlich bei WAGO sehr, sehr speziell sind. Also da haben wir tatsächlich sehr spezifische Produkte. Diese Hochautomatisierungsdinge. Ja, genau. Ja. Da gibt es gar nicht so viele Varianten. Und da hatte ich auch so ein bisschen Angst, was kommt denn da raus? Im schlimmsten Fall 1:1 der gleiche Aufwand. Und gemessen, also ohne großartige Optimierung, wie auch immer, waren wir da selbst bei Faktor 6. Also was die Anzahl dessen, was wir pflegen müssen, an Objekten, was dann typischerweise bei einem klassischen Katalog in dieser Verplanung zusammengebaut werden muss. Wobei der Aufwand, um so eine Facette zu definieren, der ist total banal. Da gebe ich einfach nur ein Attribut an, eine Sortierreihenfolge und das war's. Das ist natürlich in so einem PIM-System, wenn ich da diese Gruppen zusammenbaue, natürlich eine ganz andere Hausnummer. So, die Caroline hat da hinten schon
Gewunken. Heißt das gewunken, wir müssen jetzt zu den Fragen kommen oder gewunken, wir müssen fertig sein? Aber ich habe eine super, da ich die Abschiedsrede halte, sind wir. Hier vorne haben wir noch. Werdet ihr das nicht verpassen? Genau, deswegen habe ich nämlich gefragt. Bitteschön. Wenn man das jetzt dann so hört, dann ist das ja eigentlich ein Plädoyer dafür, dass das der neue Standard sein sollte. Weil eigentlich gibt es so gut wie keinen Fall, der dagegen. Außer es gibt gewisse Ausnahmebedingungen. Was wäre denn vielleicht das Argument, wo man sagt, da nicht, weil die Ausnahmebedingungen es ausschließen und der Aufwand dann einfach höher wäre und der Nutzen zu gering? Also selbst wenn ich ganz viele Ausnahmen habe, und das haben wir bei unserem dem letzten Katalog, den wir jetzt umsetzen, der ist gefühlt, besteht ja aus 90% Ausnahmen und nur 10% Regeln, selbst da ist es ein Riesenvorteil. Weil auch so eine Ausnahmendefinition ist weitaus einfacher, als wenn ich jetzt das Ganze manuell zusammenschiebe. Von daher wirklich, also aus meiner Sicht und der Erfahrung, die wir gemacht haben, wenn ich Produkte habe, die absolut nichts miteinander zu tun haben und ich keine Information habe, die an allen Produkten dran ist, wo ich die dann wenigstens irgendwie unterscheiden kann. Und das wird wahrscheinlich schwierig der Fall. Außer natürlich solche Sachen, was du meintest damit, ich will absichtlich nicht regelbasierend publizieren. Ja. Aus guten oder schlechten Gründen. Ja, genau. Also ich möchte, weil ich für eine neue Kollektion von Kleidern von Bini, Poplini etwas mache und die will ich von Hand sortieren, da würde ich mit den Facetten noch dahin kommen, dass ich sage Kleider, Designer irgendwo und ab da würde ich sie wirklich tatsächlich eher von Hand nehmen. Also da, wo ich es aus guten oder schlechten Gründen absichtlich manuell tue, in dem Moment kann das sein, je nachdem, wie mein Sortiment ist, dass es aufwendiger ist, mich durch die ganzen Facetten, anstatt dass ich einfach in meine Volltextsuche eingebe, Poplini-Kleid. Also ein weiteres Argument ist, zwei Kriterien, wenn man sagt, wir brauchen keine zielgruppenorientierte Kommunikation, dann braucht man es nicht. Und das zweite Kriterium, was ich abfrage immer, also in unseren Industrie, Pitches, wo wir selber pitchen, stellen wir das immer in jetzt zur Auswahl. Wir sagen, es gibt zwei Wege. Das sind die Vorteile, das sind die Nachteile. Gut, kannst du im Prinzip beides machen, einzigartig. Aber ein wesentlicher Punkt ist, es erfordert perfekte Datenqualität. Und wenn du nicht die Ressourcen hast, auch wenn du das willst, wollen reicht aber nicht. Reicht nicht. Das ist, bemühte sich stets, geht nicht. Es muss gemacht werden. Und wenn die Organisation sagt, wir haben nicht die Ressourcen, wir haben nicht die Management-Awareness, wir haben nicht die Zeit, die Datenqualität auf diesen Level zu heben, dann um Gottes Willen die Hände davon. Und da sage ich übrigens ganz kurz, kurzer Werbeblock, es gibt so Unternehmen wie Laudert, die haben eine Abteilung für Content Services, die bei den Dingen, wo man kein Ingenieur sein muss, aha, also wenn wir einen Ingenieur brauchen, dann stellen wir auch vielleicht einen ein, aber wo man die Brot- und Butter-Dinge auch rausgeben kann, damit man selber sich um die Komplexen, da kann man sich dann für die Brot- und Butter-Dinge einfach Unterstützung holen und das ist immer noch erheblich günstiger, als Leute einzustellen oder stecken zu bleiben. Also dann sollte man auch, go for it, also ne. Wenn du sagst, ihr habt den Nutzen davon, dann go for it. Wir gucken uns das Thema nochmal an. Gerne. So, ja. Genau, wenn wir jetzt so viele, wir haben ja die Möglichkeit, viele verschiedene Varianten von Katalogen dadurch zu erstellen. Jetzt ist es allerdings so, ich kenne es aus der Praxis, man hat einen Katalog, der jetzt aus dem Content-System erstellt wird und dann geht er in die manuelle Verschönerung, Nacharbeitung. Sind diese Facettenkataloge dann schon so final, dass die fertig sind? Oder wird an jedem Facettenkatalog, der erstellt wird, nochmal im Katalogteam Grafik verbessert? Bei uns sind die voll final. Das ist ein absoluter, das war die Messlatte, die ich von Anfang an angelegt habe. Wenn wir das machen, dann fummelt da keiner mehr dran. Das ist ein Vollautomat, Knopf drücken und generieren und sich freuen. Um die unausgesprochene Frage zu beantworten, wenn ihr noch gerne schön machen wollt, weil hier ein Störer und da ein Sternchen und da ein drittes Bild, wenn du mit dem Kometen schon vertraut bist, dann fügst du die Dinge halt manuell hinzu, fügst sie zur Kometgruppe hinzu und dann hast du beim Reorganisieren auch da, wo sie hingehören. Aber
Aber eigentlich willst du bei allen vier Kunden, die das Sätze einsetzen, alles volle Automaten. Ja. Ja. Weil wenn das kein Vollautomat ist, dann ist dieses Vertriebsversprechen, ich mache jetzt eine neue Zielgruppe, ich lege 5 Regeln an und 3 davon kopiere ich und ich bin in einer Stunde fertig. Ihr merkt schon, das dauert schon 1:30. dann ist natürlich dieses Vertrieb, also dieses Versprechen, wenn man manuell finisht, nicht mehr wirklich haltbar. Wenn man dann nämlich nicht sagt, wir wollen nicht 10 Varianten, sondern wir wollen 500 Varianten haben. Und man finisht nicht manuell 500 Kataloge. Aber Antwort 2, wenn es darum geht, Stopperseiten oder Einklinker zu machen, dann verplant die mit als Teil des Prozesses. Definiert eine Regel, dass wenn du eine Strecke hast von mindestens 5 Klemmen, dann soll bitte dieses Schmuckelement dahinter kommen. Mhm. Ja, weil dadurch, dass das so viel einfacher ist, also wir erinnern uns ja noch, wie Vollautomaten früher aussahen von der Komplexität her, das ist ja eine Größenordnung, mindestens eine Größenordnung einfacher. Und dadurch hat man dann aber auch wieder den Raum, wenn ihr sowas wollt, damit es lockerer aussieht. Also man kann sich schwer einen technischeren Katalog vorstellen als den von Vago und der wirkt organisch. Ja, weil da ist man dann wieder bei, ich mache mir auch Gedanken darüber, wie baue ich die Tabellen auf, gut durchdachter Gebrauch von Farbe oder nicht von Farbe, von Schraffuren und so weiter. Ne, also da macht man sich vorne raus. Das Schöne ist, man kann sich Gedanken über die geilen Sachen machen und muss sich nicht so viel Gedanken machen über die technischen Hunden drunter. Man hat nicht die Arbeit mit der Datenpflege. Ja. Das habe ich das gehasst am Anfang. Ich weiß noch, die ersten paar Male, als du Facetten geklickt hast, da kamen auch so Worte aus deinem Mund. Ja, und dazu, wir bringen das jetzt auch mehr, also heute sind die Editoren nicht optimal, da sind wir jetzt dran im nächsten Release 24.1, da auch jetzt mehr in den Standard zu machen. Und unsere Print Cloud wird auch, das wird noch sicherlich ein gutes Jahr dauern, aber Print Cloud bekommt auch einen Facettenansatz. Müssen wir noch ein Jahr warten. Ich hätte noch eine Frage. Also zum einen, ich denke, ich habe das System verstanden an sich. Und wenn ich jetzt einen Neukunde habe, sagst du ja, Horst, ihr stellt beide vor. Jetzt habe ich einen Bestandskunde, der jetzt mit der Standard-Ausgabestruktur jetzt schon große Kataloge produziert. Und wenn der jetzt sagt, ich habe da aber echt Interesse dran, kann ich das parallel hochziehen? Weil wenn ich auf der einen Seite die Ausgabestruktur habe, der Kunde nutzt das jetzige System ja schon aktiv, so wie ich mir das vorstelle, ich muss ja wahrscheinlich auch das Datenmodell anpassen, muss ich eine Parallelinstanz hochziehen oder kann ich die bestehende nehmen und... Man kann, das hängt ein bisschen davon ab, welches Content-System. Theoretisch kann man dieselbe Print-Suite verwenden. Und wenn ihr eine Ausgabestruktur gemacht habt, könnt ihr natürlich, das ist dann natürlich ein Customizing, ihr könnt ja praktisch die Hierarchie von der Ausgabestruktur zusätzlich als quasi Attribute auf alle Artikel, die sich in den jeweiligen Knoten befinden, ja vererben. Und dann könnt ihr ja praktisch zuerst mal eine Facettierung machen, die genau diese Hierarchie der Ausgabestruktur haben, dann habt ihr exakt dieselbe Ausgabestruktur. Und dann könnt ihr auch noch dem Kunden sagen, hey, für euren Hauptkatalog, der über diese Ausgabestruktur macht, könnt ihr immer noch pflegen im PIM, regelbasiert ausgeben und dann die Zielgruppenkataloge dann über das andere Konzept machen. Genau. Ich erwähnte es ja in dem Vortrag von Gabi und mir, wir verändern ja das Wording, das Naming von von dem Release und deswegen, ihr habt vielleicht diese kleine Pause, weil ich muss auch umdenken. 24.1 bedeutet im erstes Q1, hoffentlich im Februar nächsten Jahres. Und Optimierung dann 6 Monate drauf. Ja, dann herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Ihr müsst mitkommen zum Horst. Und Leute, wenn wir jetzt beschimpft werden, weil wir andere haben warten lassen, das liegt natürlich nur an ihm, ne?